Herzlich willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Meine Jungs! Boah, ist das ätzend. Meine Jungs haben neue Eltern bekommen. Zwei Trolle. Oh Gott, ich kann da gar nicht drüber nachdenken. Die haben Pilze auf dem Rücken. Pilze. Oh. Da hinten im Wald Pilze sind die. Beruhig dich. Ey, wir sollten so ein Grundsprecher werden, ehrlich. Nein. Das hält die Welt nicht aus. Nicht das, was ich denke, oder? Nicht mein Rudel. Schnappt er die Geule? Ja, so ist gut. Nein. Ich glaube, wir müssen zusammen den Weg entlang. Kann das sein? Emma. Bist du automatisch bei mir oder musst du immer hinter mir bleiben? Ich will auch eine Keule haben. Aua! Bist du doof? Du sollst mir folgen, Kleiner. Ich will keine Keule haben. Das ist der Epi, weißt du? Nach dem ersten Mal tut's weh und nach dem zweiten Mal tut der Kopf weh. Weg da. Müssen wir jetzt links nehmen? Wir müssen aber links, oder? Hallo, ist gut. Kommst du jetzt mal näher? Die greifen nicht sonst. Nee, wir müssen nach rechts, oder? Da hinten ist zu. Ja. Lass das Rotkäppchen in Ruhe hier. Dafür bin ich zuständig. Geh weg, du! Was machst du denn? Da geht er vor jetzt. Da hinten ist einer. Du auch, geh weg hier. Ich hab dir die Nase verbrennt, du alte Funst, du. Ich bin krank, ich darf in dieser Stimme nicht reden, obwohl sie sehr viel Spaß macht. Denk dran, du bist, du gehst schneller. Komm mit. Wieso geh ich schneller? Weil du größer bist. Jetzt kommen die Ratten hier rausgeschossen. Ich sehe. Schnappt euch doch. Geht doch nicht vor. Schnappt euch doch einfach da oben die Toten hier. Haut ab, ihr räudiges Federvieh, genau. Geh weg hier. Ich bin der große Bruder und ich werde dich verbrennen, wenn du uns zu nahe kommst. Ja, ja. Hau bloß ab, du. Du auch. Du kriegst eins auf die Nase hier. Ja, und du renn einfach in die Dunkelheit rein. Danke, wegen dir. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Aber es könnte passieren. Bleib doch mal bei deinem großen Bruder. Ich weiß nicht, was ich tue, aber davon sehr viel. Das stimmt. Jetzt gehen wir nachts auf den Friedhof, wenn es dunkel ist. Das ist eine richtig gute Idee. Aber da ist mehr Licht. Und da trauen sich die Wölfe nicht. Warte mal. Wieder eine Bank. Ich will jetzt auf jede Bank. Ich will mich auf jede Bank setzen. Sie hat einen Bankroller. Ich habe auch einen Bankroller. Ach, guck mal, ihr habt sogar die Beine übereinander. Kannst jetzt mal da aufstehen? Da hinten? Ist das ein Grafikfehler da oben, oder? Ich bin mich ja gerade so schön am Ausruhen. Du hast gerade was an den Augen, würde ich ja sagen. Warte mal, da geht's nicht. Was ist das denn? Ja. Hallo, ich will die Statue. Kannst du das nur machen? Nee, guck doch mal weiter. Ja. Kommt da nicht was? Was denn? Ich konnte da nur so drauf gucken. Ja, guck doch trotzdem mal weiter. Ich will wissen, was es da zu sehen gibt. Weil das ist gerade so ein schönen Szenenwechsel gewesen. Ja, es gibt aber nichts mehr. Schon wieder abgebrochen. Ja, ich kann nicht mehr machen. Du kannst ja wohl noch dahin gucken und einfach mal die Taste festhalten. Hab ich doch. Ich will wissen. Da kommt genau das. Mehr ja, dann lass doch einfach mal die Taste. Och, nervst du mich jetzt gerade nicht? Aber arg. Du kriegst es nicht hin, ne? Einfach die Taste mal festzuhalten. Das war eine Sternschnuppe. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da jetzt vielleicht irgendwelche Sternbilder oben drin sind oder sowas. Weil ich habe gedacht, ich habe eins wiedererkannt. Aber dass eine Sternschnuppe kommt, das wusste ich nicht. Das war cool. So, warte mal. Ist wieder was für dich, Lausbub hier, ne? Ja, es war so klar.
Bist wieder so doof und wächst hier alle auf. Guten Morgen. Guten Morgen, mitten in der Nacht. Hallo, Väterchen Frost. Ach nee, das war was anderes. Kann ich das auch? Hier komm! Na! Ei! Aber wir brauchen deine Lampe. Ich darf ja nicht fragen, weil es kommt immer der Epi dazwischen. Gehe ich jetzt da Hallo? Rein und gehe. Und da, guck mal, kennst du den Baum hier? Da hinten, okay. Es wäre aber nett, wenn wir deine Lampe mitnehmen könnten vielleicht. Das ist nur, weil man... Oh, er will uns sogar einen Weg zeigen. Oh, oder? Oder macht er uns nur das Tor auf? Das kann natürlich auch sein. Oder will er uns noch zeigen, was für schöne Inschriften hier diese ganzen Grabsteine haben? Ach, ja, guck mal, der ist doch nett. Du hast ihn so geärgert und trotzdem kommt er jetzt mit, oder was? Nee, er kommt nicht mit. Aber er lässt uns durch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ey. Ignorieren Sie einfach den blöden Bengel. Oh, nicht schon wieder. Ich dachte, der schubst ihn jetzt runter. Der tut es frei. Ich kann ja nichts machen. Ich bin ja hier. Kann ich. Nee, langsamer kann ich nicht. Warte, bis jetzt. Und du hast mich jetzt gerade unter Wasser gezogen. Hallo! Wenn ich sterbe, stirbst du auch. Das solltest du wissen. Da ist eine Lampe. Folgt der Lampe. Folgt der Lampe. Du hältst mich aber weiter fest, ja? Nein. Und die Lampe ist weg. Na, ich kann ja auch nicht wirklich steuern. Du musst ja auch rechts. Wir gehen automatisch. Um. Okay. Komm mit. Ich zeig dir, wie man es nicht macht. Klatsch mal in die Hände. Habe ich schon. Hat nichts gehört. Oh, guck mal. Schon wieder eine Bank. Ich muss mich mal ausruhen. Oh, was ist das? Aber die Bänke sind eigentlich ganz cool, sodass du dir mal eine kleine Übersicht dir verschaffen kannst, ne? Aber wo höre ich jetzt die Wölfe? Komm, wir gehen weit. Kann man das Ding mitnehmen? Nee, oder? Nein. Jetzt hätten wir ein bisschen Licht. Aber eigentlich müssen... Achso. Das war gar nicht der Weg, den wir gekommen sind, ne? Hm. Ich ahne Schreckliches. In solchen Spielen passiert immer das Gleiche. Das meinte ich jetzt nicht. Muss ich loslassen? Muss ich dich retten? Hallo? Wo bin ich? Lass mal los. Oh. Du hast aber auch eine Dusel, du. Ja, wie bin ich jetzt so schnell hierher gekommen? Weiß ich nicht. Der erste sieht so ein bisschen aus wie die Äste aus dem Zoo, ne? Lass mich doch erstmal zu Kräften kommen, du alter Striezer. Kannst du das von da aus? Taste drücken? Ja, kannst du. Hallo? Schalt mal vorsichtshalber fest. Was ist mit dem? Alter! Hallo? Bleib unten, bleib unten, bleib unten. Aua! Ich konnte mich aber nicht bewegen. Wieso konnte ich mich nicht bewegen? Ach so, du musst... Jetzt kann ich mich bewegen. Ach so, dann darfst du aber nicht klettern, weil sonst kann ich mich nicht bewegen. Verstehe. Oh, höher, oh, höher, höher. Nee, noch höher, noch höher. Mach, geh weiter. Ja, aber der eine schnappt dich sonst. Geh weiter. Oh, tiefer, tiefer. Oh, nee. Tiefer, 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 tiefer. Noch ein ganzes Stück tiefer. Warte, nicht so viel. Nicht so viel, nicht abrutschen. Alter, was ist das denn hier? Ein Horror... Ah, pass auf. Boah. Horrorspiel oder was? Das sind ja alles Jumpscares hier. Pass auf, nicht zu hoch, nicht zu tief. Oh. Ja? Pass auf, pass auf. Alter, wie die einen fixieren hier. Bisschen tiefer am besten.
Also auf der anderen Seite auf, ne? Oder pass einfach komplett unten auf. Ich bin im Wasser, da unten ist Licht. Ja, welcher 16-Jährige oder so wird nicht aus der Höhe einfach reinspringen, ohne nachzudenken? Du musst runtertauchen, so. Ich jetzt laufe. Ich dachte, das wäre eine Videosequenz, sag das doch. Nein, das ist keine Videosequenz. Ich denke, wieso bewegt er sich jetzt nicht? Hat er dich nicht gefunden oder was? Geh hoch, ich komme nicht richtig hoch. Das ist irgendwie auch falsch. Hast du mich noch immer festgehalten? Ich glaube, wir sind gestorben. Nein. Ah, nee. Ich lasse dich doch nicht sterben. Bin doch nicht du. Mach mal Mund zu Bruderbeatmung. Nee. Nee, brauchst du nicht. Weißt du, jetzt, wo du das gesagt hast, kommt er direkt so, nee, Also der Kleine. Ist hier unten noch irgendwas? Ich denke mal, wir müssen oben rum. Warum schleiche ich hier so rum? Hallo? Ist das gewollt? Auch diese ganzen Flecken hier, sind die gewollt? Okay, das kann man anscheinend nicht mitnehmen. Guck mal, das ist so schön. Achso, schade. Ich dachte, die schnappt jetzt nach mir oder so. Du kannst auch nichts machen, ne? Weil die Blume sah jetzt so größer als die anderen aus irgendwie. Oh, sag mir nicht. Ach du Schande. Das ist ein Riese. Das ist die Freiheitsstatue. Nein, das ist ein Riese. Du geht einfach so drauf, so, ja, Trolle hatten wir schon. Geh mal einfach auf die Hand drauf. Na, ich verstehe, die waren von der Schönheit geblendet. Ja. Hast du Kopfschmerzen? Achso, das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Alles okay mit dir, Bruder? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken heute. Mir geht's nicht ganz so gut. Lass, jetzt zwischenreich oder wo sind lass wir? Lass uns mal hingehen und in die Auge pieksen. Ich kann mich aber nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen und du schon? Hallo, nicht im Wahnsinn verfallen. Hallo, mir helfen. Ach, das ist der Vater. Okay, ist das jetzt ein Traumreich? Kriegt man hier Drogen verabreicht durch die Blumen oder was? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich gerade nicht bewegen, weil ich habe zu viel Intus. Ich gehe da mal. Kannst du nicht irgendwie noch mal der Mutter ins Auge stechen, die in der Nase kribbeln oder irgendwie sowas? Oder über die Nase streicheln von mir aus. Oh, sie hat den Vater freigegeben. Ich ihn aber nicht. Na doch. Naja! Aber die! Hm? Was ist mit dir los? Aua! Hallo? Aua! Du bist von einem Dämon besessen! Oder ich bin mir nicht sicher. Du hast deinen Bruder umgebracht. Das werde ich nie tun. Ich habe nämlich keinen. Hallo, Spiel? Hallo, Spiel? Ich höre Wasser. Hallo! Hey, Alter, du hast zu viel getrunken. Komm wieder zu dir. Ich hab geträumt. Du hast mich umgebracht. Erzähl mir weiter von dem Traum. Weißt du? Wir müssen weiter. Okay, wir sind immer noch sehr verschwommen. Ah, jetzt sind wir nicht mehr verschwommen. Okay. Lalala, wir machen jetzt einen Speedrun. Lalalala. Oh, warte mal. Da wird sich einer umbringen. Hallo. Nichts ist so schlimm, dass man sich umbringen muss. So nicht. Nein. Oh.
Mach da was. Ich hab ihn umgebracht. Hallo, hallo, was ist los? Was ist los hier? Alles in Ordnung, der ist am Weinen. Wahrscheinlich, weil der hinten, ist das überhaupt ein Er oder ist das ein Sie? Ich bin mir nicht sicher. Hat eine Eichel auf dem Kopf oder sowas. Die schwarze Pest war hier. Können wir dem irgendwie helfen? Weil das sieht mir so nach Rätsel aus. Ja, du hast ihm ja geholfen schon. Du hast immer, Ja, aber er ist am Weinen. Man muss ihn doch jetzt glücklich machen, oder nicht? Das hört sich irgendwie pervers an. Wie willst du ihn glücklich machen, wenn seine Frau gestorben ist oder was? Wie willst du ihn glücklich machen? Ja, aber willst du wissen, vielleicht war er auch schwul, vielleicht war das sein Freund, das weißt du ja nicht. Oder sein Vater oder seine Mutter oder Geschwister oder kann ja auch sein Kind sein, theoretisch. Mal gucken. Zehn groß. Irgendwas? Nee, hier kommen wir noch weiter. Hm. Ja, aber da kommen wir doch weiter. Können wir dem nicht helfen? Nein, den kannst du nicht helfen. Komm noch mal. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl irgendwie. Ja, nein. Hi, tschüss. Jetzt komm mal mit. Ich bin schon auf der anderen Seite. Jetzt komm mal mit. Ich will noch mal gucken. Vielleicht müssen wir selber irgendwie den noch mal ansprechen oder was? Oh, jetzt beweg dich doch mal und zöger das nicht immer so hinaus. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, dann komm jetzt endlich. Warum kann ich da nicht runterspringen? Weil das nicht dafür gemacht ist. Weil wenn wir hier weitergehen, das habe ich so im Urin, dann sind wir, dann geht's wieder, aber wir haben den armen Mann, wir haben den zwar befreit, wenn das ein Mann war, ich konnte es ja nicht richtig sehen, aber wir haben den zwar befreit, aber wir konnten ihm nicht helfen. War das hier? Warte mal. Geht das hier weiter? Nee, oder? Kann man da irgendwie... Hey, nein! Och, halt doch mal die Klappe hier. Achso, warte mal, kann ich hier hoch? Ich sehe hier nichts mehr. Aber anscheinend ja. Okay, keine Ahnung, warum der jetzt so da kriechen ist an dem Ding, aber... Das ist auf jeden Fall eine andere Perspektive. Kann ich da hoch? Er wollte doch gerade da hochspringen, oder nicht? Da ist eine, warte mal, was Kiste ist das? Da ja, wenn ich da auch hinkommen dürfte, aber kann ich nicht. Was ist denn das? Hey, nein! Die Frage ist, können wir das einfach so mitnehmen? Also wenn wir es überhaupt mitnehmen können, ich weiß es nicht. Ist das ein Schmuckkästchen oder was? Ja, mitnehmen können wir es auf jeden Fall. Ganz okay. Da durch jetzt, oder? Nee. Ach so! Okay. Ja, es ist ein Spieluhr, oder? Ich kann's. Doch, da ist. Guck mal, da ist sowas zum Kurbeln dran. Siehst du das? Ja, dann stell die mal bei ihm hin und spiel ihm das vor. Ja, so nicht. Kann's nicht. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Ach so, Moment. Oh! Eine traurige Melodie. Du hast dafür gesorgt, dass sich jemand besser fühlt. Ach, das war ein Kind noch mit dabei. Mhm. War doch seine Frau. Oh. Ich konnte den armen Kerl doch nicht weinend hier zurücklassen. Das ist ja fast wie mit dem... Achso, wir können schon bewegen. Fast wie... Warte mal, können wir hier unser Beileid noch bekunden irgendwie? Aber dann steht er nur da. Und mit ihm können wir auch nichts machen. Nee, dann steht... Mach du mal vielleicht. Aber nicht das Grab jetzt zertrampeln, ne? Also, ich meine, wir kennen ja Klein Epi. Ich habe gerade auf den Busch gepullert irgendwie. Aber er ist wenigstens... Nee, glücklich kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube, er kann jetzt so ein bisschen abschließen, jetzt wo er sein Grab hat. Weil das ist... Ich kenne das ja aus den Spielen. Und wenn du nämlich sowas hast wie das hier und du bist dann auf der anderen Seite und du musst ja irgendwas musst du ja mit dem Kerl machen. Warte mal, was ist denn... Nimm doch einfach die Brücke. Ach so, Ja.
Die ist theoretisch zum Einhaken, aber die können wir nicht verlängern, oder? Aber die kannst du auch nicht in der Position halten, ne? Ja, lässt er sofort. Du kannst höchstens versuchen, rüber zu springen, aber... Oder? Ich komm gar nicht drauf. Ich kann nicht drauf gehen. Nee, lässt mich gar nicht drauf. Nee. Dann gehen wir da hoch. Also da... Aber von da aus raus... Ah, nee, oder kannst du da an dem Ding hochspringen, dass du dich da mit dem Flügel... Ach, am Flügel kann ich hoch... Ach, jetzt habe ich das. Aber was hat das dann hier mit... Musst du dann da drauf springen? Nee, oder? Ich mach die mal hoch. Das muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Oder auch nicht. Weil was bringt uns das jetzt? Das, ach so! Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen es gleich zusammen machen. Du musst erstmal da drüber wahrscheinlich. Ja, ja, rechts. Hast du gesehen, ja? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich rüberkomme. Du musst dich jetzt schon mal nach rechts halten, wenn du hochgehst. Und da musst du einen Doppelsprung sozusagen machen, wenn die nebeneinander sind. Jetzt. Okay, war halt eigentlich solltest du dich festhalten, aber in den Tod zu springen ist natürlich auch so eine Option. Also aber wieso? Ich bin doch rübergekommen, ich bin ja nicht runtergefallen. Ja, ja. Dass du dabei gestorben bist, das ignorierst du offenbar gerade. Also der Doppelsprung ist irgendwie doof. Also, ich kann das... Ah, nee, ich kann es nicht machen, weil links ist der große Dings. Du musst schon da drüber springen. Jetzt. Und festhalten, ne? Ja... Und loslassen. Oder ja. Oben ist ein Ziegenbock. Hoffentlich greift er dich nicht. Jetzt nein. Gesehen. Was ist das für ein Viech? Guck dir mal die Fratze von dem Vieh an. Pass auf, ich muss, glaube ich, als erstes... Ja, lass mich bloß nicht als erstes hochgehen. Jetzt. Und zack. Musst du auch mal endlich rüber... Kannst mich mal. Was ist das für ein Horrorvieh da oben? Guck dir mal. Der hat seinen Hintern hat der mitten im Gesicht unten. Also irgendwie sind die alle so mutiert oder was? Also kein Bart. Die ist schon älter. Die Ziege ist schon älter. Ach, ah, guck mal, hier können wir wieder hinsetzen. Ah, du kleiner Affe, du willst wieder nicht, dass ich mich... Ha! Hab ich's doch geschafft. Wir sind bei der Brücke von Mordor. Kommen nee, das da jetzt schon bei Harry Potter. Bei dem Endkampf. Oh, das sieht doch eher nach Herr der Ringe aus. Du hast gar keine Ahnung hier. Jetzt beim Endkrieg vom Harry Potter vor allen Dingen. Was für ein Endkrieg? Ach so, du meinst, nachdem das da alles kaputt war von Hogwarts. Ja, so. Genau. Wo er den Zauberstab dann in zwei gebrochen hat. Weil ich will jetzt niemanden spoilern, also schön weghören. Da müssen wir rum. Mach ganz vorsichtig da unten. Da sind schon wieder diese komisch verkuppelten Ziegenböcke. Nicht runter gucken, nicht runterfallen, mein Kleiner. Was ist denn das da unten rechts? Ach, Vögel. Ja, der Kleine so ganz cool. So, ja, ja, ist auf der anderen Seite. Wir müssen darüber. Hm, habe ich verstanden. Und wie? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt. Pass auf. Ehrlich jetzt. Wir fliegen darüber. Oh, das finde ich klasse. Ja? Bereit? Gut. Aber erst musst du an den Ziegenböcken vorbei. Aber die sind in so einem Gatter drin. Die sind nicht böse, oder? Nein, geh mal vor. Ihr seid liebe Ziegenböcke, oder? Okay. Ja, die lachen hier wie ich. Sind keine. Alter, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Okay, brauchst nicht springen, das machen sie automatisch. Oh, oh, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, meiner ist in einem schon drüber gesprungen. Das ist mal cool. Oh, oh, pass auf. Kann man hier hoch? Ja. Das ist mal eine geile... Nee, rechts, rechts. Ja, wie ist der jetzt da hochgegangen? Ja, auf der linken Seite... kannst du da auch hoch? Nein. Ja, hinter dir hoch.
Mann, meiner ist doof. Was macht er denn jetzt hier? Ja, oder kannst du rechts rum? Oh, jetzt kann ich meinen nicht mehr bewegen, scheiße. Ich kann aber nicht mehr zurück. Geh du doch mal weiter, Mann. Ja, ich kann meinen hier oben nicht mehr bewegen gerade. Hier, ich kann nur noch bis da. Keine Ahnung. Vielleicht dürfen wir da gar nicht hoch. Es ist mir auch komisch, jetzt geht er hier entlang. Hä? Na, der geht aber automatisch nach oben. Oder geht der nur dann weiter, wenn du da oben bist? Ach, guck mal. Ja, keine Ahnung, was er jetzt gemacht hat. Keine Ahnung. Oh. Ja, lass uns ein Wettrennen machen. Ich muss jetzt nicht hier rum, oder? Doch, anscheinend schon. Also wir müssen offenbar zusammen hoch. Keine Ahnung, warum. Ja, wir es machen gibt wirklich aber ein Wettrennen hier. Ja. Ihr seid hässlich, ach, aber ihr seid toll. Vielen Dank. So sind die hässlich. Du bist auch hässlich. Das war jetzt ein Eigentor. Immerhin ist er mit mir zusammen, ne? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.